Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu The Forest. Und mit dabei ist der Dave und die Luna. Die Luna vor allem. Die Luna. Du hast irgendwie gerade Parkinson, dein Charakter zittert die ganze Zeit voll ab. Siehst du das auch, Dave? Ich sehe es auch, ja. Sondern wenn er von der Seite so einen Buckel hat, weißt du? Das geht aus. Oh. Ey, das ist voll gruselig. Oh nein, ich, nein, Brustwasser, scheiße. Was ein geiler Start, ey. Das ist ein richtiger Traum, ist das ja. Oh, die Überleitung ist schon wieder so herrlich. Klar, die ist kacke. Ja, du, was? Du kletterst die Wer hat mein Essen gegessen? Hallo, ne? Ich stehe jetzt hier. Oh, das... War dein du Essen? Schwein. Warte, ich leg da was drauf. Nein, ich hab... Gut, dann nicht. Warte mal. Ich bin im Baum. Ja, man kann da irgendwie voll reingehen. Oh Gott. Warte, so. Oh. Alt wie ein Baum. Wow. Geil, oder? Voll der übelste White Jump. Long Jump. Hallo, na? Na? Beim. Ist hier der Baum oder nicht? Blöder Baum, ja. Sag mal. Okay. Aber bei dem Baum geht's irgendwie, ja, da kann man reinhüpfen. Da kann man rein, ja. Wahrscheinlich, weil er angeschlagen ist. Wir versuchen es mal. Und jetzt? Ja, wenn man anschlägt, kann man rein. Ach so. Und durchspringen. Völlig erotisch. Hallöchen. Loi. Oh, oh. Ja, da kann man durch. Gut. Also, wir haben letzten Part schon gesagt, wir wollen heute über richtige Sachen sprechen. Mhm. Weil ich letztes Mal angemerkt hatte, dass ich ja so oft Träume hatte, wie zum Beispiel, man kann nicht aufstehen und fällt hin, oder aber man kann fliegen oder sowas, du kannst dann auf einmal doch nicht. Hm. Oder eben, dass mir auf einmal alle Zähne ausfallen oder meine Zähne kaputt sind und so weiter und so fort. Oha. Ich weiß richtig. Ja nicht, was du träumst, aber... Vor allem, wenn die Zähne auf einmal so sich überlappen und splittern und sowas, weißt du, das sieht voll scheiße aus. Und dann denke ich mir, warum? Was? Das ist richtig gruselig, Mann. Bin aber nicht der Einzige, es gibt eine Menge Leute, die diesen Zahnsplittertraum haben. Du solltest weniger trinken. Geht ja gar nicht. Also, habe ich gerade Durst. Ich trinke mal wieder was. Also, ich habe schon mal geträumt, dass ich mal schweben würde. Levitieren. Aber das war eigentlich von Dragon Ball die Schuld. Ich weiß nicht, ich habe Dragon Ball geschaut und auf einmal habe ich geträumt, dass ich schweben würde. Oje. Was träumt ihr für Dreck? Na gut, bei mir ist es ja auch nicht anders, weil ich bin ein riesiger Zombie-Fan. Ja, State of Decay, Left 4 Dead und so weiter und so fort. Jo. Und ich hatte mal einen Traum, dass ich halt in einer Zombie-Apokalypse war. Und vor mir waren Zombies. Ich hatte so ein M4 oder M16 in der Hand, wollte abdrücken, ging aber nicht, keine Munition drin. Mm. Das war das Einzige, was ich hatte. Und da musste ich halt Zombie-Apokalypse-Träume habe ich mega oft. Also Zombie? Allgemein nicht nur Zombies, sondern so Apokalypsen und dass man dann halt wirklich mit Leuten dann überall langläuft und ja. Irgendwas zurechtsucht, dass man zum Beispiel so eine Eisenbahn dann befahren kann, und dann fährt man halt die ganze Zeit so eine Strecke lang, so ein bisschen wie bei dem Spiel von Zeichennamen vergessen. Spannendes Spiel. Wie heißt die Serie hier mit den Zombies? Ganz bekannt. The Walking Dead. Ja, genau. Ja, nicht wundern, ich bin immer noch auf Medikamenten und es ist ja schon 3 Parts am Stück. Ja. Und im Prinzip, ja, das auch so in die Richtung ging und war sehr spannend halt. Aber ich habe allgemein viele verrückte und spannende Träume. Kann man gar nicht so erklären, weil man fühlt halt im Traum selbst anders, als wenn man es hinterher erzählt, finde ich. Dann ist es nicht so spannend, wie es selbst zu erleben. Was bei mir, weil wir jetzt gerade bei Träumen sind, was ich damals zur Schulzeiten öfters hatte, ist, man wacht normal auf und man weiß, man hat geträumt, man weiß aber nicht was. Mhm. Genau, ja. Und dann so ein paar Wochen später auf einmal erlebt man genau das, was man geträumt hat. Ja, so eine Art Déjà-vu-mäßig. Ja, das habe ich oft gehabt. Das habe ich auch sehr oft. Klar, gibt's. Ist aber nur eine falsche Verlinkung im Hirn. Ich gebe dir gleich eine Verlinkung, bei mir ist alles verlinkt. Nee, ist wirklich so, es ist ganz kurioserweise ist es oft so, dass irgendwie dann das Gehirn feststellt, okay, das kenne ich, aber eigentlich ist es im Prinzip nur ähnlich passiert. Und unser Gehirn fässt es falsch auf. Ganz ja, ist Geschichte. Aber... Genauso wie luzides Träumen. Ich habe es mal versucht, es hat bisher in meinem Leben nur einmal geklappt, aber auch nur halb. Das andere Mal hat es funktioniert, aber auch nur, weil ich im Traum gemerkt habe, dann, dass ich träume. Ich habe es mir nicht vorher eingeredet, weil luzides Träumen ist ja eigentlich, dass du von Anfang an deinen Traum steuern kannst. Konnte ich aber nicht. Okay. Ist halt sehr kurios gewesen.
Macht Spaß. Ist aber ein bisschen, ich sag mal, anstrengend. Und als ich aufgewacht bin, hatte ich nicht wirklich das Gefühl, dass ich erholt bin. Sondern einfach nur, dass ich die ganze Nacht wach gewesen wäre. Ja, das ist macht, ja... Weil du ja wirklich alles erlebst und alles steuern kannst. Und du hast quasi die gesamte Nacht Zeit, alles zu erleben. Klar, eigentlich schläfst du ja, aber irgendwie mein Gehirn war nicht entspannt. Das war das Problem. Deswegen fand ich mich irgendwie nach dem luziden Traum, nach dem ersten, habe ich dann gemerkt, eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf. Weil wenn du die ganze Nacht quasi dann wach bist und dann wach wirst und dann dich an alles erinnern kannst, nee, muss nicht sein. Ja, das ist. Aber ich habe immer wieder abgefahrene Träume und sage, okay, war abgefahren, ich konnte nicht 100% steuern, aber ich hatte meinen Spaß. Und, jo. Aber ja, es doch. Heißt doch auch, dass der Traum nur ein paar Sekunden geht, oder? Hab ich irgendwann was gelesen? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Irgendwie bruchstückweise heißt es ja, dass es irgendwie 3 Sekunden oder sowas geht und dann fängt der nächste Traum an, verknüpft, wird im Gehirn aber verknüpft zu einem Gesamtwerk. Dass leider. Du im Prinzip einzelne Bilder nur siehst und im Endeffekt durch dieses Träumen kannst du es aber steuern, dass du wirklich ein zusammenhängendes Bild hast. Ist halt ein bisschen wie bei Matrix, darum geht es ja eigentlich im Prinzip dann auch. Dass wir dann anfangen können, alles zu steuern, wenn wir die rote Pille nehmen oder die blaue. Das ist auch das System hinter dem, wie ist der nochmal, Inception. Okay. Quasi, dass du auch dieses luzide Träumen da hast, dass du dann quasi in der Traumwelt alles steuern kannst und so weiter und so fort. Und naja, deswegen wollen halt viele nicht raus, weil einmal alles dieses Geträume, ja, kann man sich wohl relativ leicht antrainieren, ist wohl nicht so schwer, aber ich habe da ehrlich gesagt gar keine Lust drauf. Nee, ja, ich habe auch keine Lust, ich lasse das lieber so alles mal Zufall. Junge, sage ich auch mal, dafür habe ich meinen Spaß, ist lustig. Hattet ihr eigentlich auch schon mal erinnerbare Sexträume? Ja. Ja. Hatte ich. Oh Gott, jetzt kommen die beiden hier wieder mit, ja, von Dave, nein, von dir, oh nein, du bist schön, nein, du bist viel schöner. Oh, ja, da brauche ich ja nicht zu erzählen. Aber ich kann mich an das Gesicht überhaupt nicht mehr erinnern, aber ich weiß, dass ich mal so einen versauten Traum hatte. Ja, das hatte ich weißt du, was noch schlimmer ist, wenn man nach einem Traum aufwacht und dann richtig rallig dann, ist? Ja! Dann wachst du auch ja, nicht so, oh! Ja, okay. Ey, das Schlimmste ist wirklich, wenn man dann als Kerl, als Frau ist ja nicht so schlimm, aber als Kerl ist ja wirklich so, dass du durch solche Träume auch stimuliert werden kannst und dann wachst du auf und dann bist du kurz davor, denkst du so, nein, halt zurück, schnell aufs Klo. Es ist wirklich, es passiert ab und an mal, nicht immer, aber je nach Situation ja, und vor allem, je nachdem, wie lange man halt, weil wie gesagt, bei Kerlen sammelt sich ja irgendwas an und irgendwann ist halt der Beutel voll. Ja. Dann musst du ihn wegbringen. Ja. So sieht's aus, es ist wie Müll. Es ist wie Müll, so. Der muss losgewerden. Der ist wirklich so. Und je länger du ihn im Haus lässt, desto lauter, desto doller stinkt er, weißt du? Ja. Oh. Noch Fisch, so. Ja, bei dir nee, was auch, ja, halt die Klappe jetzt. was jetzt, ich will zum Regenbogen, mit dem Gold, der Regenbogen auch, ist weg. Was auch geil ist, immer so, wenn du halt so kurz davor bist, ne? Hm? Also so im Traum halt so kurz davor, jemanden zu küssen oder kurz davor. Jetzt habe ich gerade, und dann jetzt hab ich grad auf. Echt verstanden, wenn du kurz davor bist, jemanden zu pisten. Ich auch so. Was treibst du denn für Schweinereien? Ich dachte was? Erst, kurz, wenn du kurz davor bist zu kommen, dachte ich, dass du das jetzt sagst. Toll. Ach, übrigens, nein, solche Träume meine ich nicht. Ihr seid doch den Berg da vorne so in die Richtung, oder? Ja. Wollen wir da hin? Ich will mal gucken, ob man den besteigen kann. Ich will den Berg besteigen. Können wir machen. So, und ja, solche Träume, die hasse ich wie die Pest. Wenn man halt so kurz davor ist, so einen ersten Kuss mit der Person, die man überhaupt nicht kennt, oder so kurz davor, weißt du? Dann wacht man auf. Noch man denkt einfach ist? Nur, oh, das hatte ich früher so oft, dass ich mich in eine fiktive Person aus meinem Traum verliebt habe und dann total traurig war, dass es die nicht in echt gibt. Oh. Ja, das kenne ich nicht. Also das kennst du nicht an, ich habe meinen Traum, nee, das war voll schön. Und ich habe mich mal wegen einem Traum auch in eine reale Person verliebt, die ich vorher überhaupt nicht beachtet hatte. Ist auch schon Leute. Passiert. Dass ich dann irgendwie so einen Traum hatte, dass wir im Traum zusammen waren und blablups. Und oh, wir kennen nicht lang. Spannende Dinge. Ich mach das trotzdem und jetzt? Wollen sie mich hauen? Du wirst gekickt. Okay, es geht. Muss doch weitergehen, komm. Ich will da lang. Gib mir. Ach, ist eine unsichtbare Mauer, oder? Gib mir den Berg. Ich pack mich da durch. Oh, ich will aber. Lass mich jetzt dahin. Wie es aussieht. Nee, ist schade, weil Berge und so wäre schon ganz cool, wenn man so begehbare Berge hätte. Oder allgemein mal was anderes, sag ich mal. Wie zum Beispiel verlassene cool. Städte. So richtiges. Wie so ein richtiges Dorf, nicht nur so ein paar Hütten. So ja, wie so eine Kleinstadt, also die amerikanischen Dinger, zum Beispiel in den Bergen, kennst du ja auch so die Counties und sowas da, die ganzen, wäre schon cool. Ja, aber würde das wieder zum Schema passen, The Forest? Ja. Hm. Ja gut, so halt so von 1800 oder 1700 solche alten Western-Städten, ja, ich sag ja, so einen alten, richtigen Kass. Das, ja, das, so eine richtig geil, irgendwas, was schematisch dazu passt.
Könnte passen, ja. Ist grad, ach so. Ja, schade. Ja, aber Träume sind schon echt kurios. Das, ja. Aber es macht halt immer Spaß. Ich träume das halt zu wenig, muss ich sagen. Ich verstehe es nicht. Also, der letzte Traum da von mir her ist 2 Jahre her. Ja. Was? Okay, ich träume doch ein bisschen öfter, träume ich schon. Also, mindestens einmal die Woche muss sein. Muss sein. Nee. Du kannst, jetzt seid ihr beide bei mir und tritt auf der Stelle. Ich glaube, ich disconnecte gerade irgendwie aus dem Spiel. Nicht schon wieder. Ich stehe bei mir auf der Stelle. Ja, ich sehe die bewegen. Bei mir steht er hier. Au! Hier. Hä? Ich hab nichts gemacht. Autsch! Du schlägst mich, oder? Ja. Nein! Hör doch auf, Luna, du schlägst mich gerade. Ach so, lol. Ja, aber es ist halt, weil er bei mir auf der Stelle tritt. Au! So, jetzt hau ich mal Claire. Was? Ist geil, wa? Ich kann euch. Ich hab die Macht! Ich hab die Macht! Na, warte. Ich hau Dave. Autsch! Aua! Jetzt ist er weg! Puff! Wo ist er hin? Da vorne! Oh Gott, schnell. Nein, ich kann nicht mehr rennen! Nein! Hilfe! Aber warum? Kleiner Lutscher! Aber warum ist das so? Weil du stinkst. Mein Gott, der hat mich so weit runtergeschlagen, ey, ohne Witz. Voll gut. Nein. Was? Ey! Ich hab euch immerhin entbuggt für mich. Es ging nur so, anders ging es nicht. Immerhin sehe ich euch jetzt wieder. Ich bugg dir auch gleich ein. Ja. Ich sehe euch beide jetzt nicht. Wo seid ihr? Hinten. Hier hinten. Es ist völlig kurios, es laggt irgendwie mega krass bei mir teilweise. Ja, aber ich träume sehr gerne und sehr oft und du kannst halt quasi, auch dass du träumst überhaupt, kannst du steuern. Ja. Träume kommen nur nicht, wenn du in die Tiefschlafphase kommst. Das heißt, du kommst sehr oft in die Tiefschlafphase. Na toll. Oder aber du schläfst noch unruhiger, dass du gar nichts träumst. Aber die Sache ist die, dass, was bei mir am meisten funktioniert, ist zum Beispiel eine Stunde, bevor du aufstehst, einfach mal einen Wecker stellen. Und die letzte Stunde immer alle 15 oder 10 Minuten den Wecker klingeln lassen. Und dann versuchen in der Zeit einzuschlafen. Dann kommst du in diese Phase, wo du am meisten träumst. Und wenn du das über die Stunde verteilt machst, alle 10 Minuten aufstehen, hast du einen Traum, der sich anfühlt, als würdest du mindestens 5 Tage unterwegs sein. Echt? Richtig krass, ja. Das funktioniert bei mir jedes Mal. Weil du jedes Mal aufwachst und wieder einschläfst und durch dieses Aufwachen merkst du ja nicht, weil du im Halbschlaf bist noch. Also du bist einer von denen, wenn der Wecker klingelt, bring, bist du wach. Gibt dir so ja, Leute. Nee. Ich bin so einer, Schlummerntaste, weiterschlafen, weißt du? Und Schlummerntaste ist bei mir immer eine Stunde vorher und dann, es funktioniert immer, jedes Mal bei mir. Dadurch habe ich die verrücktesten Träume auch. Und das Gehirn bastelt alles zusammen und dadurch, dass du jedes Mal 10 Minuten Zeit zum Schlafen hast, in den 10 Minuten träumst du so viel, weil du alle 3 Sekunden quasi einen neuen Traum hast. Beziehungsweise ein neues Bild, das sich wieder zu, ich glaube, einer geträumten Stunde zusammensetzt oder sowas. Ganz kurios, weil das Gehirn träumt ja schneller, als es in echt abläuft. Ja, klar. Das heißt, das, was du in 3 Sekunden erlebst, sind im Prinzip im Traum eine Stunde oder sowas. Ist auf jeden Fall ziemlich krass. Funktioniert wunderbar. Habe ich immer so gerne gemacht. Momentan mache ich es nicht mehr, weil ich halt durchschlafe. Du machst einen Scheiß, machst du. Aber ist echt spaßig. Ich kann nichts mehr. Was machen wir hier eigentlich? Durch die Gegend laufen, ausprobieren, gar nichts. Wir haben im Prinzip nur gelabert. War total nutzlos gerade der Part. Ist spaßig. Ich schleude es trotzdem hoch. Was war der verrückteste Traum, den ihr jemals hattet, wenn ihr euch noch erinnern könnt? Oder ihn nennen könnt? Lol. Verrücktester Traum. Boah, jetzt muss ich erstmal. Also, mein verrücktester Traum, das war, da war ich ein Kind. Da habe ich irgendwie geträumt, solche komischen. Hießen die Hulk? Diese grünen Monster-Viecher da? Es gibt nur einen Hulk, der unglaubliche Hulk, der grüne große, der immer, wenn er wütend ist. Ja, genau, irgendwie habe ich das mit. Oh, wie alt war ich denn da? Mit 8 oder 9 geträumt? Dass die in der Sporthalle waren? Und haben die ganzen Kinder entführt und die Eltern haben gewunken und gesagt so, tschüss. Krasser Traum. Boah, da würde mir jetzt gar keiner einfallen. Ich hab, was jetzt wirklich so verrückt viele, war. Viele interessante Träume, vor allem auch die teilweise eine richtig interessante Geschichte haben. Also, wie gesagt, bei mir ist es halt wirklich nur, wenn ich träume, dann hat das irgendwas mit Zombies zu tun oder halt, Saude. Also der letzte, etwas längere Traum, an den ich mich erinnern kann, war, dass ich
irgendwie, Vanni war zu Besuch und ist dann wieder weg gewesen und keine Ahnung, dann haben wir halt noch geskypt oder telefoniert. Und dann meinte sie irgendwie von wegen, oder ich meinte irgendwie von wegen, ich würde gerne jetzt bei dir sein oder sowas. Und dann meinte sie, ja, du musst so die Augen zumachen, dich ganz, das ganz fest wünschen und vornehmen und dann bist du hier. Und dann hat das wirklich funktioniert. Oh, dann war ich bei ihr quasi im Zimmer. Ihr Vater wollte das aber nicht. Warum auch immer. Und hat es halt verboten, dass ich da vorbeikomme. Dann hat sie gesagt, ja, da musst du dich verstecken, dies, das, bla bla. Und ihr Vater hat es dann irgendwie wohl doch mitbekommen. Und vor allem kam der rein und war dann so ein alter, haarloser Priester, weißt du? Ein richtiger Priester. Und dann hat er gesagt, ja, okay, und dies, das. Und er kann dann halt hier bleiben, aber muss dann am besten morgen gehen. Oder er sollte am besten morgen verschwunden sein. Und ich begleite dich noch auf dein Zimmer, weißt du? Und dann sollte ich halt alleine schlafen. Da habe ich aber gedacht, ganz ehrlich, wenn die das nicht mitkriegt, gehe ich einfach zu ihr ins Zimmer und gut ist. Bin dann rausgegangen aus dem Zimmer und dann war quasi so ein riesiger Flur mit tausenden Zimmern und sowas. Und habe ich gemerkt, dass ich in so einer Art Kathedrale bin. Riesig groß und überall noch Bedienstete rumliefen und Nonnen und sowas und es quasi völlig cool war. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, er kriegt es wohl eh nicht mit, also suche ich sie jetzt und habe versucht, sie in dem Zimmer aufzusuchen, da war sie aber nicht. Also habe ich sie überall gesucht und bin dann halt draußen rum und in der Hoffnung, ihr Vater sieht mich nicht, weißt du. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass die Menschen so ein bisschen eigenartig sind. Alle so, die laufen einfach nur und machen ihre Arbeit und beachten einen gar nicht, weißt du. Lol. Und wenn ich jemanden gefragt habe, hat er nur mich total entleert angeguckt und ist weitergelaufen, ohne was zu sagen. Und dann wollte ich halt wissen, wo Vanessa ist, weißt du? Aber dann bin ich halt draußen rumgelaufen und drinnen und dann meinte halt irgend so eine komische alte Frau von wegen, ja, und ich soll bloß nicht zu tief bohren und so, das ist nicht gut, was ich hier mache, ich soll am besten wirklich nach Hause gehen. Da hab ich gedacht, was ist denn jetzt los? Hat mich natürlich interessiert und dann bin ich irgendwie in die Bücherei und dies, das und hab dann irgendwelche Katastrophenbücher gefunden und das Ende ist nah und so ein Scheiß, weißt du? Und da hab ich gemerkt, scheiße, das ist ja voll die Sekte hier, so eine Katastrophensekte. Und hab dann auch versteckte Zimmer gefunden, wo irgendwelche Altare und Opferrituale abgeführt wurden. Nein. Und dann hab ich gedacht, okay, ihr Vater ist scheinbar voll der Sektenführer. Und er wollte halt nicht, dass ich da bin, damit ich da nicht zu viel rausfinde, weißt du? Und dann habe ich natürlich alles Mögliche rausgefunden und habe gemerkt, okay, die sind dabei, ein Ritual durchzuführen, womit sie dann wirklich das Ende der Welt, eine Apokalypse, eine Zombie-Apokalypse hervorrufen können. Und er quasi als großer Zombie-Meister emporsteigt, um die Zombies zu kontrollieren und so ein Scheiß. Hab ich gedacht, was ist denn hier los? Und dann wollte ich das natürlich verhindern. Hab's irgendwie aber nicht geschafft. Und, ach ja, um voraus noch zu erzählen, ich hatte Vanessa vorher noch irgendein lustiges Video geschickt, was ich damals halt mal geguckt hatte, als ich noch ein bisschen jünger war. Eins meiner ersten Internetvideos habe ich ihr auch in WhatsApp geschickt. Weil von wegen, ja, hier, guck mal, das ist mein erstes Video gewesen. Aber nicht wundern, ist total verpixelt. Weißt du? Und, ja, dann, wie gesagt, bin ich dann halt rumgelaufen, dies, das, hab das festgestellt. Dann hat er wohl mitbekommen, dass ich das festgestellt habe. Und, wollte halt, dass ich festgenommen werde. Und im Endeffekt war es dann auch so, dass ich wahrscheinlich irgendwie von ihm doch hergelockt wurde, weil von mir irgendein Blut wohl besonders selten ist, um das Ritual durchführen zu können. Also wollte ich dann doch schnell abhauen. Bin irgendwo lang gerannt und durchs Wasser und Meer und auf einmal kamen haufenweise Sachen hinter mir her und ich wollte eigentlich die Polizei rufen, habe aber gemerkt, okay, die Polizei ist mit involviert, die gehören zu dem. Konnte ich natürlich nicht machen und irgendwann haben sie mich doch bekommen, leider. Haben mich dann festgenommen, quasi gefesselt, die Stars, und haben mich dann wieder zurück ins Lager geschliffen. Und dann habe ich da in der Ecke in einem Käfig gesehen, da war dann Vanessa in so einem Käfig eingesperrt und die hat die ganze Zeit nur dieses Video geguckt, weißt du? Und hat dann die ganze Zeit immer so fragend hingeguckt und hat dann immer nach vor und zurück gewackelt, als wäre sie total verstört. Da habe ich auch gesagt, Vanessa, Vanessa, hier bin ich. Sie guckt mich auch nur total entleert an, guckt wieder aufs Handy, guckt das Video an und da war mein Traum zu Ende. Völlig krank. Ja, völlig krank, sage ich euch. Das hat voll Spaß gemacht, aber leider war es ein Bad Ending. Es gab kein Happy End. Ich konnte weder Vanessa retten, noch irgendwie die Welt. Dann ist irgendwie scheinbar Zombie-Apokalypse losgetreten, weil mich hatten sie ja dann. Aber sie konnte sich noch an mich erinnern, weil sie dieses Video angeguckt hatte, aber sie wusste nicht mehr, wer ich war. Voll traurig. Du zockst zu viel, eindeutig. Nö, war doch, wieso zocken? Gut, es hat ein bisschen was von Resident Evil 4, wenn ich mich jetzt so dran erinnere. Richtig. Aber ganz entfernt nur. Aber war spaßiges Unterfangen. Also, und sowas träume ich dauernd. So eine Sache in die ähnliche Richtung, weißt du? So völlig langatmig und total verzwickt. Und war halt echt auch spaßig, da rumzulaufen und alles rauszufinden. Und dann wurde es auch Nacht und dann, wie die draußen mit Fackeln da langgelaufen sind, weißt du, und mich gesucht haben und so. Das war total spannend. Das war richtig spannend. Ich musste mich dann überall verstecken und es gab halt nur so wenige Verbündete. Du träumst ein Zeug zusammen. Ja.
Aber ich hatte auch mal so einen Zombie-Traum, Zombie-Apokalypse-Traum gehabt. Und dann hatte ich irgendwie eine SMG gehabt. Ich denke mir so, oh, geil. So zur Freundin gerannt, so meine beste Freundin, ich will sie retten. Ich schmeiß so Steine an ihr Fenster, so komm, wir müssen fliehen und dies und das. Und sie macht das Fenster auf und sagt, nee, warte mal, ich muss mich noch hübsch machen. PTF. Ja, warum nicht, ne? Ich glaube, die verstörendste Traum, den ich mal hatte, das war echt ekelhaft, war, dass ich irgendwie festgestellt habe, dass es einen Wald gibt, in dem immer Kinder verschwinden. Hm. Und irgendwie war ich dann nachts da auch gewesen. Und ich weiß nicht, was mich im Traum geritten hat. Und das ist wirklich völlig verstörend gewesen. Selbst für mich, als ich wach geworden bin, wurde mir richtig schlecht. Bin ich dann da den Wald langgelaufen, dachte erst, da kommt irgendein Mörder. Und dann habe ich mir instant gedacht, warum schnappst du denn nicht eigentlich eins von den Kindern? Ich stellte eh keiner fest, dass du es warst. Und da war da so ein kleiner 11-jähriger Junge, der nach seiner Mutter gerufen hat, die ganze Zeit, Mami, ich habe Angst, da bin ich da hingelaufen und habe dir mit dem Spaten den Kopf eingeschlagen. Und während ich das gemacht habe, wurde mir auf einmal total anders, hab gesagt, warum machst du sowas? Dann habe ich den Jungen genommen, der dann weinend in meinen Armen lag und quasi verstorben ist, und ich bin dann auch irgendwo rumgerannt und hab um Hilfe geschrien. Da bin ich wach geworden, da wurde mir völlig schlecht davon. Weil es auch völlig explizit und eklig war, weißt du? Ey, das war so krank, wo ich mir dachte, warum träume ich sowas, dass ich Kinder umbringe? Das muss doch nicht sein. Ich habe niemals das Verlangen, irgendjemanden zu schaden. Ich könnte es gar nicht. Mir wird schon schlecht, wenn ich nur eine Schürfwunde sehe. Ja, das ist echt so. Vielleicht ist das ein Zeichen, dass du kein Vater werden solltest. Das war quasi im Traum quasi die explizit dargestellte Abtreibung. Widerlich. Widerlich, sage ich euch. Und mit solchen Leuten nehme ich auf. Toll, 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 toll. Ja. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ja, die Sexträume haben wir auch. Das ist echt ein Traum. Ja, Sexträume habe ich auch neuerdings wieder ein paar mehr. Echt furchtbar. Ah, das war toll, ich war total rattig danach. Ja, bin ich auch immer. Ja, das ist normal, ja. Und das Problem ist, wenn man dann noch Single ist. Das Problem ist, wenn man Single ist, ja. Ja, das ist. Mein Vorteil ist, wenn ich wach werde, ich habe eine Freundin. Naja, du hast da wenigstens noch die Möglichkeit, ne? Naja, nee, aber so ist ja nicht. Ich träume nicht dauernd davon. Das ist ja... Das also ja, klar, ja, wenn du das nächste Mal so einen Träumen haust, rufst du mich an. Ja! Träum am besten das nächste Mal sowas, wenn du bei Dave zu Besuch bist. Was? Dann rede ich euch vorher im Schlaf noch ein und träumt dann sowas. Wieso? Dann träumen wir nicht, dann machen wir das. Was ihr vorher geträumt habt. Geträumt, geträumelient. Geträumt, 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 geträumeline. Katzalmend. Hör doch mal auf, mich zu schlagen, du Fettfresser, ey. Ohne Witz. Traf den nicht mal. Oh nein, ich brenne wieder. What the fuck? Wo ist hier Wasser? So. Mein Gott. Komm noch Ausdauer, ey. Du bist viel besser mit das deiner Kuchen. Ja, weil ich schneller schlage damit. Und tot. Richtig, oh, der so. Beat. Patoka, Patoka. Aua! Du schlägst mich immer noch weiter? Wie machst du das? Wenn du mal auf mit deinen Mind-Control-Freaks-Scheiß-Dreck. Was? Ja. Alter, kontrollierst meine Gedanken. Mir fehlt eine Axt, die ich vorher hatte. Kurios, egal. Was doch nur. Ah, nee, das war die Axt, die, wo du. Nee, oder? Nee. Aber der Part ist jetzt schon wieder so lang, verdammt. Keine Ahnung. Wir haben schon wieder nichts geschafft. Ja, 23 Minuten. Rumgelaufen. Egal, ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss, weil sonst geht's zu lang. Ja, wir bleiben unseren Standard treu, wir schaffen nichts. Ja, wie immer. Aber wir haben ein schwebendes Haus, das Schloss im Himmel. Ah. Gut, würde ich sagen, wir sehen uns dann also im nächsten Fall. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, kommentieren und Spaß dabei haben. Wir sehen uns dann also, bis dahin. Tschululu. Tschüss.